Folge 8, finster wie die Nacht bei Ethan Carter. Wir sind in der Horrorhöhle nochmal und versuchen jetzt das Unmögliche, nämlich mit diesem Fahrzeug in die andere Richtung fahren. In der Hoffnung, dass das dann in die richtige Richtung fährt. Klappt bestimmt nicht. Achtung, 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 Achtung. Ha! Okay. Ist ja lustig. So. Ja, stopp. Wahrscheinlich kannst du auch laufen lassen. Muss ich wahrscheinlich sogar. Wir haben es doch. Das ist das Licht. Ach, stimmt, doch aus. Geht das Licht aus, ja. Nee, oder? Ich glaube, jetzt bist du ein Stück. Oh! Videospiele. Logik ist die beste. Was der, könnte es nur sein? Der Bestes. Ich habe keine Ahnung, was dieser obskure Gegenstand hier im Halbdunkel sein soll. Und dann plötzlich. Es ist. So, wurde er da reingehauen. In dem Generator. Das sollte man aber lieber nicht raus. Check it out. Okay. Ja, eine Spitzhacke. Nochmal überprüfen. So, und die stecken wir jetzt wieder zurück in den. Konntest du nicht sprinten? Wie machst du das? Ja, mit LB? Mit dem rechten Trigger. RB. Nee, LB ist es. Ach, mit dem rechten Trigger geht's auch. Ja, mit RT ist es. Ist ja alles doppelt und dreifach belegt. Okay. Na, so viele Tasten gibt's ja in dem Spiel auch nicht. Okay. Jetzt holen wir nochmal den Fahrstuhl nach unten. Mutterrunde. Also wir wissen bereits, dass Dale sie da umgebracht hat, weil sie wahnsinnig ist. Das klären wir bei Calvas. Alrighty. Hui, 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 hui. Gucken wir erstmal hier. Dale mit der Spitzhacke. Er muss hier erstmal gefolgt sein und dann kommt es zum Eklat. Das wird doch der Anfang sein, oder? Das ist Travis gewesen, ne? Der gerade mit ihr da war. Das ist auch. Ach, ist auch Dale. Ja. Ja, okay. In seinem schönen Karo-Pullover erkannt. Ja, fahr mal du vielleicht. Ich schieb dich nach oben. Ja, bestimmt nach oben. Ja, oder vielleicht auch nicht. So, was macht er jetzt hier? Das ist dann nochmal so ein. Das macht er dann am Ende, oder? Den Strom aus. Gut, dann ist das Letzte. Wie macht man das nächste? Das ist ja wohl das Letzte. So. Dann ist das die 4? Hat er da die. Dann ist das. Das ist die 3. Das ist die 3. Müsste eigentlich hinkommen, oder? Ja. Gucken wir mal. Honey, he probably ran. Well, why wouldn't he? Why would he be here? Shit. That was probably a raccoon. No. No, I don't think it was. He's just a kid. He didn't disturb anything. He just found a room in an old house. That's it. Oh boy, is the price. I'm going up there. The sleeper must not sleep. Wieder was falsch dann. Ach so, er holt dann erst, er schiebt sie dann erst hoch. Das ist 3, das ist 4 hier, die Axt holen. Also das ist was, meinst du? Nee, das ist richtig, aber den Schalter umlegen. Also das ist jetzt hier die 4. Ach so. Genau. Und dann ist das mit dem. Das hier vorne ist dann die 3. Dann passt das. Genau. Wie kann ich das jetzt skippen? Mit Y kannst du es skippen. Honey, he's just a kid. He can't get away. It's the sleeper's time to awake. Missy, listen to yourself. No. I see clearly.
The sleeper breathes inside me. You're sick. We all are. Dale, what are you doing? Okay. Sie meinte eben, sie muss rauf zum Schläfer fahren. Mhm. Ist dann da oben jetzt dieses Zimmer? Auf jeden Fall muss da oben ein altes Haus sein, wo dieses Zimmer angeblich drin ist. Nein, nicht da. Nein, nicht in die böse Gegend. Ach da, gut. Where's Mom? I thought I heard her voice. She's still looking for you. You need to leave. Go through there. Through that water? It kinda looks like it's boiling. No, it's just a simple chemical reaction. It's not actually boiling. Huh. Mom! Mom! Where are you? I'll deal with your brother. Just go, now. Guck mal, er hat die Kanister dabei. He didn't kill his wife. She was no longer who she once was. Neither was he. Something was using all this pain and death. Something was becoming stronger. Wenn ich das hier berühre, ja, wird schon mal die ganze Sequenz sehen. Ja, dann nochmal runter in den Horrorbau, oder? Mhm. Hurra! Na, guck mal, jetzt ist hier alles. Ist das jetzt besser ausgeleuchtet als vorher? Nee. Nee. Das ist toll. Du kannst ja mit dem Wagen mal ein bisschen weiterfahren, ob da noch irgendwas kommt. Eventuell uns der Zombie entgegen und dann. Überfahren wir ihn. Sache erledigt. Ja, Beweisstück C. Beweisstück tot. Ach, wie in Half-Life. Im Einser? Ja. Forget about Freeman. Ach stimmt, da fährt man ja auch mit diesem Wägelchen durch die Gegend. Ja, das war mit das coolste Stück. Weil dann ganz viel von den Armeetypen immer gegen die Aliens gekämpft haben. Man hinten durch die Wand durchbrechen kann mit dem Wagen. Na, mit der Affengeschwindigkeit, die wir jetzt drauf haben, das sind bestimmt 20 Sachen. Da ist hier ein funktionierendes Tacho. Kann man dann irgendwie zoomen? Ja, eigentlich mit dem linken Trigger. Zoomst du eigentlich rein. Ah, ja. Da wird es runtergehen. Nee, da ist der Ausgang. So, oh, geht nicht weiter. Und dann nochmal wieder zurück. Es bleibt halt immer noch die Frage, was dieses Ritual ist, was die da unten versucht haben, was schiefgegangen ist. Mhm. Aber wir haben ja jetzt momentan keine andere Richtung gemacht. Aber wir haben auch keinen anderen Anhaltspunkt, wo es sonst weitergehen könnte. Mich wundert es halt immer noch ein bisschen, ehrlich gesagt, mit diesem, dass da hinten die Tür offen war. Dass man in dieses Haus rein konnte nach dem Mord. Vielleicht ist in dem Haus auch noch irgendwas drin oder auf der Rückseite von dem Haus oder so. Das ist ein bisschen. Das ist sinnlos. Das kann nicht sein, dass das alles war. Sowas. Bis jetzt war noch. Jede Gegend, wo man irgendwie hinkommt, da war irgendwas, was man gebrauchen kann. Und vor allen Dingen, da ist ja sogar richtig diese Mechanik drin mit, dass er die Tür aufmacht. Und nur für diese eine Sequenz, wo der da zwischen diesen Maschinen steht und sagt, hier, ich weiß, eine Möglichkeit, das ist ein bisschen komisch. Was machst du jetzt? Ja, ich wusste den Eingang. Parkst du den wieder? Sauber. Der andere Eingang? Ja. Kommt der jetzt nicht noch? Bin schon vorbei? Da, ja. Ist es doch. So. Du bist übrigens 1000-mal schneller, wenn du rennst. Das ist die gleiche Argumentation wie mit meinem Auto bis ans Ende der Straße fahren, um zu gucken, ob da was ist.
aber es ist nicht so bequem. So. Prepare to be schockmühlt. Ja, das ist ja ein alter Hut. Ja, das Geile ist, jetzt lache ich den aus. Meine Damen und Herren, hold on to your hats. Konntest du dich eben bewegen oder hat er dich dann einfach so gepackt? Der hat mich gepackt. Der packt dich. Ich habe dich nicht gewarnt, ich hätte dich warnen müssen. Der packt dich. Ich lese es jetzt nochmal. Ändert nichts. Zeigt uns das vielleicht in irgendeiner Weise, wo man hingehen soll? Ich wüsste es in keinster Weise, was es mir zeigen sollte. Wir können ja mal, du kannst ja mal dran vorbeirennen. Also er war ja jetzt denn hier gleich links. Jetzt einfach mal Gas. Oh nein, das ist so eine, wenn du den richtigen Ausgang nicht findest, erschreckt er dich 100.000 Mal. Scheiße. Das sieht vor allen Dingen alles gleich aus. Nur nicht stehen bleiben. Das so ein Slender-Ding ist, so von wegen nicht umdrehen. Nur nicht stehen bleiben. Oh nein. Na toll. Jetzt sind wir schon einmal im Kreis gelaufen. Ist da was? Ist das nicht? Ich habe keine Ahnung, wo wir hinlaufen. Laufen wir gerade wieder raus? Ich weiß es nicht. Oh, 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 das war kein... Wow! Wahrscheinlich okay. Müsste man sich auf dem Plan tatsächlich den Weg mal anschauen. Müsste Fahrradkette. So. Wir sind okay, jetzt hier. Wo müssen aber wir denn überhaupt hin? Ich sehe auch keinen Ausgang. Ja, ich auch nicht. Let's run a little more. Ist hier irgendwas? Nein. Schauen wir auf das Plakatschild. Sind wir da okay. Oben? Aber müssen wir da einfach in die Mitte rein? In diese Halle rein, ja. Wo müssen wir dann lang? Geradeaus, dann rechts. Versuch mal. Rechts. Ah, sieht gut aus. Und jetzt hier nach oben. Lesen. Das ist der Typ. Ja. So. Er ist nicht tot, der ewig liegt. Der Gott der Urzeiten hat die Zeit besiegt. Lasst öffnen, was uns das alte Tor und schleifen, während des Wächters Blicke in die Ferne schweifen. Ruft unseren Gott, den einzig wahren. Er, der nicht sollte sein, trägt einen Namen. Der packt mich. Oh. Oh, guck mal einen an. Oh. Serious Cthulhu-Shit hier. Boah, das ist cool. Der bußfertige Mann. Nee, was war das? Der Name des Herrn. Und, oh, das ist ja wirklich so ein Rätsel. Warte mal, ich stell mich jetzt mal da drauf, wo der auch drauf steht. Schau dir mal kurz von vorne an. Boah. Echt bessere Tage gesehen. Der hat's hinter sich. Z. Aber was kann ich hier machen? Fühlen. Was? Tor bedienen. Ach. Ach du Scheiße. Gibt der uns vielleicht jetzt, warte mal, ist dann dieses Z da, dass der uns das vorgibt, wo wir hin müssen? So. Zeig mal kurz auf dem Ding, was da so für Zeichen drauf sind. Kann ich das? Ach, warte mal, vielleicht muss ich von oben anfangen. Gibt's das Z oben? Ja.
Aber wie bringe ich denn den jetzt dazu? Ja, dazu gehen. Das ist ein bisschen wie Stargate. Mhm. Chevron 1 aktiviert. Dieses komische M ist auf diesem Zettel drauf gewesen. Was? Der wo unten lag. Ich gehe nochmal runter. Ist. Ach, das ist auch weg. Stimmt, der hat sich ja vergeisterifiziert. Schau mal, das ist M. Und ach, diese 6. Dann ist das M das letzte. Und die 6 das erste. Das ist wie ein Passwort. Dummerweise fehlt die Hälfte. Ja, und dieses Z wird ja auch irgendwas zu bedeuten haben. Und gibt es da noch so viele Möglichkeiten? Mathematiker, holt einen Rechenschieber die raus. Die Antwort lautet ja. So, also die 6 war das erste. Genau. Dann würde ich jetzt nur sagen, dass hier oben ist das, also ist Position 1. Ist es das gewesen? Ja, das war's. Und was ist das letzte M. gewesen? Das ist M. Das? Mhm. Ach du Scheiße. Ja, dann kommen wir aber hier noch nicht weiter. Naja, es kann höchstens 1000 Möglichkeiten also geben. Das geht nicht. Du kannst ja nochmal in der Höhle ein bisschen umschauen, ob du noch irgendwas findest, aber also wir können nicht 4 Sachen raten. Und gut, 1 ist noch das Z, aber selbst das, wenn nur 3 noch raten, es sind noch so viele Kombinationen, das geht nicht. Hm. Denn vielleicht. Ich würde interessieren, ob der Typ jetzt hier immer noch rumläuft. Ergibt sich denn aus dem. Leuchtete das vorhin auch schon so? Die Buchstaben, ja, die leuchteten. Da noch irgendwie ein Hinweis sonst drauf oder ist. Leuchteten die nicht so da? Also es sieht aus diesem Gedicht, dass das irgendwie auf ein Symbol schließen lässt, aber. Ich sehe es nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wie viele hat er das oben? Ja, auch 6. Und kann man denn hier aus He's not dead, but eternal lie. Nee, keine Ahnung. Also meinst du hier nochmal der... Ich schau mal, ob hier unten noch was ist. Ich glaube aber fast nicht. Ich meine, in diesen Tunnelgängen, ja. Ob da noch irgendwas ja. ist. Beziehungsweise, ob der Typ da auch immer noch rumrennt. Oder ob das jetzt quasi, wo man das aktiviert hat... Ja, ob er jetzt befriedet ist. Ja. Unser Glück. Ansonsten wäre meine einzige Option, wo ich sagen würde, wo wir nochmal hingucken können, ist halt diesen Gang, den wir da geöffnet haben. Wo meinst du geöffnet haben? Ja, wo wir dieses Generatorhäuschen. Ach so, da hinten. Dass da irgendwas ist, was wir nicht gesehen haben. Ja, aber das glaube ich nicht, dass das hier irgendwie... Ja, warum soll da... Warum machen die da hinten dann noch an dem Haus, wo an dem... Wow, 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 wow. Ja, der läuft ja immer noch rum. Oh, hast du gesehen? Ja. Nee, ich meine, warum soll der... Sollen sie da hinten diese komische Tür einbauen, dass man nochmal auf dieses Feld drauf kann? Das ergibt doch keinen Sinn. Soll ich mal versuchen... In die Richtung zu gehen, wo der daherkam. Ist er jetzt eigentlich rechts oder links? Er ist rechts gegangen. Geh ja mal so die Richtung. Nicht gut, nicht gut. Nee. Das sind halt viele Sackgassen. Mal hier so. Ah, guck mal. Ach, schau mal einer an. Der packt mich. Ach, man stellt die jetzt dann auf das Brett wahrscheinlich und hat dann so die Symbole. Die Symbole, ja. Ach nö. Dann haben wir immer noch nicht die Reihenfolge. Vielleicht ist es ja dann irgendwie, vielleicht leuchtet das ja dann so auf. Oder die sagen laut durchzählen. 1, 2. Anders, anders. Nee, Anisch. Da liegt noch einer. Da ist einer, oder? Der packt mich. T.
theoretisch mindestens noch einen. Ja. Wenn wir das Glück haben, dass das dann die zwei auf dem Zettel und die vier anderen sind. Da, was ist hier? Nee. Vorne. Ich höre die Musik. Ja. Meine Güte. Da. Todesmutig einfach mal hier jetzt weitergelaufen. Muss ich den Raum finden. Meinst du, wir haben schon genug? Ich glaube, es waren genug, ja. Wo sind wir? Ach, guck mal, jetzt einfach geradeaus und rechts. Der Chor geht auch schon voll ab. Oh. Schauen wir nochmal, ob das da jetzt reicht oder nicht. Haben die Ringe unterschiedliche Farben gehabt? Nee. Guck mal an. Ist das einfach nur vielleicht von der Zeile? Nee, die sind auf der gleichen Zeile. Und? Warte mal, Z. Eurozeichen. Was auch immer das hier ist. Verbogener Säbel. Wir müssen, glaube ich, noch mehr Leute finden, oder? Sonst. Ich weiß es gerade nicht. Hast du nur Vorschläge? Mhm. Ich hasse solche Rätsel. Warte, was ist denn mit den. Ach, warte mal. Diese blauen Dinger. Der Stern. Geh mal auf den Ring vom Stern. Jetzt schau mal, auf was für ein Symbol da steht. Ah, dieser verschobene. Ah, cool. Okay, also das ist hier dieses komische. Was ist denn das? Nee, das ist es nicht. Der ist es. War's das? Ja. Okay. Der Kreis. Ist da eine drunter? Z. Ah, gut aufgepasst. Hätte ich jetzt gar nicht gemerkt. Viereck. Oder ist das. Was ist das so? Das hier auch? Z, oder? Ja. Und er hier? Ach nee, warte mal. Das ist so ein. Ist das das Richtige? Ja, das andere ist diese. Warte mal, das da. Das M oder was war das? Hast du geschaut, was für ein Symbol? Oh. Ich glaube, ich habe irgendwas richtig gemacht. Oder alles falsch gemacht. Wow! Okay, Bühne läuft voll. Cthulhu Monster. Hier weg. Alter! Will ich hier rein? Vielleicht will ich auch erstmal verdauen, was hier gerade passiert ist. Und in der nächsten Folge lesen wir dann dem Cthulhu-Monster ein Schlaflied. Bis dann. Ciao.